Das 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr, für viele ein guter Anfang, für andere noch viel zu wenig. In Bayern hat nun Staatskanzleichef Florian Herrmann für die Staatsregierung einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der die Bundeswehr weiter stärken soll. Kernpunkte: Wissensaustausch an Hochschulen, Erleichterung militärischer Bauten und mehr Aufklärung über die Bundeswehr an Schulen. Der vorgeschlagene Wissensaustausch an den Hochschulen in Bayern soll vor allem die Innovation der Wehrtechnik fördern. Sobald der Bund beispielsweise ein Forschungsprojekt als im Interesse der nationalen Sicherheit einstuft, müssen Forschungsergebnisse zwingend geteilt werden. Auch wenn es noch nie dazu gekommen ist, konnten Hochschulen bisher militärische Forschung verweigern. Befürworter des neuen Gesetzes sehen darin eine nötige Zusammenarbeit im nationalen Interesse. Gegner fürchten einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Erleichtert werden sollen außerdem Bauvorhaben der Bundeswehr. Auf Militärgelände werden sie verfahrensfrei gestellt. Örtliche Bauvorschriften der Standortgemeinden sollen nicht mehr gelten. Auch von der Nutzung denkmalgeschützter Gebäude soll die Bundeswehr profitieren. Mittels des neuen Gesetzes soll nun Bundeswehrnutzung vor Denkmalschutz gehen. Sollen also an einem von der Bundeswehr genutzten Gebäude Umbauten vorgenommen werden, können diese trotz Denkmalschutzauflagen durchgeführt werden. Und auch an Bayerns Schulen sollen Jugendoffiziere der Bundeswehr über Sicherheitspolitik, die Bundeswehr und ihre Rolle aufklären. Dabei könnte auch darüber gesprochen werden, was es beim Arbeitgeber Bundeswehr für zivile und militärische Aufgaben gibt.